Ja, einen schönen Nachmittag hier aus Brüssel. Zwei wichtige Termine stehen für den neuen Bundeskanzler, stehen für Alexander Schallenberg heute auf dem Programm. Zunächst am Vormittag war es Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die hat ihn hier empfangen. Und aktuell gibt es ein Vier-Augen-Gespräch auch mit dem Ratspräsidenten, nämlich mit Charles Michel. Was da natürlich genau gesagt ist, wird, das wissen wir nicht. Es ist aber anzunehmen, dass es ähnlich sein wird wie bei Ursula von der Leyen. Danach hat Schallenberg gesagt, man habe ein sehr gutes Gespräch geführt. Es kam hier dazu, dass man natürlich die österreichische Position in vielen Fragen dargelegt hat, allen voran natürlich bei der Bekämpfung der Pandemie. Schallenberg hat insgesamt dreimal gesagt, die Pandemie, die befindet sich noch nicht im Rückspiegel, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch die Rechtsstaatlichkeit von Polen, wo ja nationales Recht momentan über EU-Recht geht, da wird sich Österreich etwaigen Sanktionen anschließen. Und natürlich stand auch ganz kurz die Causa Kurz, seines Vorgängers, auf der Tagesordnung. Er selbst hat das natürlich nicht angesprochen, aber gerade auch innerhalb Europas war das ein ganz wichtiges Thema. Ursula von der Leyen, von der gab es auch schon Reaktionen. Die hat den österreichischen Kanzler gelobt, hat gesagt, er habe sein Werk von der Pike auf gelernt. Er hatte unter anderem auch in Brügge, einer belgischen Stadt, hier studiert. Und gerade als Diplomat spricht man die Sprache der Diplomaten. Das ist natürlich Französisch. Gab es auch schon lange nicht mehr, dass ein Bundeskanzler perfekt Französisch gesprochen hat. Das heißt, auf internationaler Ebene ist das sicherlich ein Vorteil. Und für Alexander Schallenberg ist es wahrscheinlich auch ganz angenehm, sich nicht in Österreich mit den aktuellen Themen befassen zu müssen, sondern hier wirklich außenpolitische Themen auch zu besprechen. Er möchte jedenfalls, das hat er heute auch betont, den Weg von Sebastian Kurz, was die außenpolitischen Belange betrifft, weiterhin fortsetzen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Migration. Hier soll es auch weiterhin Gespräche geben, Außengrenzschutz beispielsweise. Und ein Anliegen, so Schallenberg, sei Österreich auch die Integration der Nachbarländer, der osteuropäischen Staaten. Hier möchte man in Zukunft auch verstärkt zusammenarbeiten.